Hallo, heute mache ich ein Tutorial über diesen Access Cube. Zuerst einmal beginnen wir mit der Notation. Wir haben hier diese zweisteinigen, unsere Mitten. Diese kleinen zweifarbigen, weil hier sind auch noch zweifarbige. Und jetzt habe ich hier so eine rechte, eine linke, eine obere, eine untere und eine vordere Bewegungsmöglichkeit. Zuerst einmal, wenn ich R sage, wäre es die rechte Seite, 90 Grad im Uhrzeigersinn. Das wäre R. R' wäre 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Dann haben wir noch L, also ich halte ja den Würfel so. L, L'. Hätten wir noch U, U'. Hier unten. D, D'. Und zum Schluss noch die vordere Ebene, F und F'. Soweit wäre die Notation auch fertig. Nun lösen wir diesen Würfel. Zuerst einmal suchen wir uns einfach irgendeine Mitte raus. Ich nehme jetzt einfach mal diese grün-rote. Und jetzt wird das alles ein bisschen intuitiv, da kann ich nicht viel machen. Wir suchen uns beispielsweise einfach erstmal hier so einen grünen Mittelstein raus, der hier wirklich ziemlich hoch ist. Ich habe hier einen. Ich drehe ihn mir einfach mal nach oben, daran, und prüfe, ob der passt. Wenn der nicht passen sollte, weil der falsch gedreht ist, beispielsweise wenn ich ihn hochdrehe, oh. Und der so hier ist, ist das vorerst egal. Hauptsache, wir haben den richtigen, weil es kann auch sein, dass wir einen falschen haben. Hier ist auch ein ziemlich großer grüner. Aber er passt nicht. Wir können diese Steine maximal um 180 Grad drehen. Dann wäre grün da und orange hier. Aber die Mitte kann, ach, diese Ecke hier oben kann ich nicht auf die linke Seite bringen. Also war der andere Stein schon ziemlich gut. Also ich mache das so, dass ich immer so Stück für Stückchen das löse, dieses obere Plus. Und dazu löse ich erstmal diesen Stein jetzt hier und führe folgenden Algorithmus aus. F, R', oh, jetzt wieder nicht, D', R, F2. Jetzt ist er hier richtig drin. Und jetzt kann ich mal gucken, wo das Weiß hinpasst. Ich habe hier noch keinen einzigen Stein gelöst. Deswegen kann ich mir den einmal von dieser vorderen Ebene wegbringen. Den mal drehen. Und den zurückbringen. Der passt hier nicht zu dieser Weißen. Dann gucke ich mal noch, wo Weiß ist. Hier drüben. Bevor ich ihn dahin bringe, drehe ich mir ihn so, dass er passen könnte und sehe, er passt auch. Das heißt, hier sind die beiden schon mal richtig. Dann muss hier ein grüner hin, der eine weitere Farbe, die hier anzeigt. Dann hier ein roter und hier auch noch ein roter. Ich hatte hier gerade schon einen grün, hier, denn ich brauche hier wieder einen grün. Ich bringe den nach oben und sehe, der Stein ist viel zu groß. Das heißt, ich brauche einen kleinen grün. Den habe ich hier schon zufälligerweise. Den drehe ich mir nach oben, weil auf der Ebene ist ja noch nichts. Wow. Und dann sehe ich, der passt schon mal. Da muss ich jetzt noch die Mitte lösen. Um die Mitte zu lösen, drehe ich den Stein erstmal nach unten auf die untere Ebene. Beweg ihn mir nach rechts oder nach links zur Seite. Hier stört er nicht und ich kann die Pforte drehen, wie ich möchte. Wir drehen ihn so, dass er im nächsten Schritt bündig ist, also so hier. Wenn das ein bisschen zu blöd gerade irgendwie ist, dann könnt ihr es einfach so machen, dass er nach oben hin bündig ist und dann um 180 Grad dreht. Oder ihr probiert es einfach auf der unteren Ebene aus, dass ihr den, sag ich mal, hier so dreht.
wieder einmal einsetzt. Passt immer noch nicht. Dann muss er andersrum gedreht sein. Jetzt will mein Würfel nicht. Nochmal einsetzt. Seht, er passt. Jetzt kann man ihn über die vordere Ebene einmal komplett nach oben drehen. Somit sind schon mal diese drei Sachen hier gelöst. Geht's hier weiter? Ich brauche hier einen roten. Wieder einen flachen roten. Jetzt gucke ich, wo der ist. Der ist hier drüben. Die Frage ist, komme ich da ran? Der ist auf der unteren Ebene, komme ich dran? Jetzt habe ich ihn hier. Bringe ihn mir erstmal wieder in Sicherheit hier. Drehe den so, dass der gleich bündig ist. Ist er nicht. Da mache ich irgendwas falsch. Dann gucke ich mal an. Da haben wir einen Fehler. Der ist hier oben nicht bündig gedreht. Da führen wir den Algorithmus von vorhin wieder aus. F. R'. Oh, warte. R'. D'. R. F2. So. Jetzt ist er hier oben bündig. Ich drehe ihn mir erst einmal wieder nach unten. Auf die untere Ebene. Bring ihn nach links in Sicherheit. Drehe jetzt die Mitte so, dass sie bündig ist. Das müsste, glaube ich, nee, das müsste so sein. Hole meine meinen Kantenstein wieder. Der ist bündig. Und drehe ihn hoch. Jetzt haben wir hier schon mal die ersten drei Kantensteine gelöst. Weiter geht's beim vierten. Ich brauche diesmal einen großen roten. Den habe ich hier, wie es aussieht. Erst einmal bringe ich ihn nach oben. Er ist falsch gedreht. Deswegen führe ich den Algorithmus von vor nochmal aus. F. R'. Ah. So. Ich fange nochmal neu an. So. F. R'. D'. R F2. So, der passt schon mal. Nur die hier unten muss richtig gedreht werden, die Mitte. Auf die untere Ebene. In Sicherheit bringen. Die richtig drehen. Einsetzen. Oh ne. Hä, war es doch richtig? Einsetzen. Hochdrehen. Somit hätte ich jetzt hier dieses Plus gelöst. Weiter geht's mit den Ecksteinen hier. Wir suchen uns hier einen Eckstein aus, der da reinpassen könnte. Hier könnte einer, der hier ziemlich breit ist und hier schmal wird, denn hier endet der Block. Also wird er bis dahin schmaler. Ein roter, breiter, der schmaler wird. Den hätte ich hier. Hier ist oben, den hätte ich hier. Ich bringe ihn über die untere Ebene unter den Stein, sodass er auf der rechten Seite liegt. Hier habe ich eine Mitte, hier ist oben und jetzt liegt er auf der rechten Seite. Um ihn da einzufügen, führe ich nun folgenden Algorithmus aus. So lange, bis er drin ist. Bis er richtig drin ist. R', D', R, D. Wie wir sehen, ist er schon beim ersten Mal richtig drin. Hier brauchen wir eine grün-rot-gelbe Ecke. Die ist hier. Um die da erstmal rauszubekommen, nehme ich irgendeinen Stein von hier unten, den hier beispielsweise, und füge ihn da oben ein mit R', D', R, D. Jetzt habe ich sie hier, drehe sie hier drunter und führe raus R', D', R, D. Die ist nicht richtig gedreht, das heißt, ich führe das nochmal ein paar Mal aus. So, auch die ist richtig drin. Hier brauche ich wieder so ein Dreieck, wie wir es hier sehen, in grün. So, da habe ich das schon.
pack sie wieder drunter. R', D', R, D. Und jetzt zur letzten, das ist eine weiße. Oh, jetzt will der Würfel mal wieder nicht. Und wieder führe ich dasselbe wie vorhin aus. R'. Boah. D'. R, D. R'. D'. R, D. R-Strich, D-Strich, R, D. Der Würfel will mich echt ärgern heute. Und somit hätte ich jetzt hier oben die erste Ebene gelöst. Wie ihr gerade schon gesehen habt, habe ich den Würfel einmal umgedreht, um nun hier diese mittlere Ebene zu lösen. Hier habe ich schon mal einen sehr guten Fall. Um den hier richtig zu positionieren, muss ich mir irgendeinen Mittelstein nehmen, den einsetzen, dann ist er auf der oberen Ebene und von dort aus kann ich ihn richtig einsetzen. Es gibt nun zwei Fälle. Einmal, wir können den nach rechts hinbringen oder den nach links. Erst einmal zeige ich den da nach rechts einzusetzen, weil hier haben wir den Stein, den wir ersetzen wollen. Das wäre U, R, U-Strich, R-Strich, U-Strich, F, U, F-Strich. Ich habe gerade F und F-Strich vertauscht, Entschuldigung. So, jetzt haben wir ihn hier oben. Und nun ist die Frage, wie halten wir ihn, damit wir ihn da richtig einsetzen? Wir haben hier eine flache Kante, die nach hierhin hoch geht. Hier ist die flache und nach dahin geht sie hoch. Nach da geht sie nach hoch. Um die da richtig einzusetzen, würde ich sie hier hinsetzen, denn die flache Kante zeigt zur flachen Seite. Das ist richtig. Hier würde die hohe Kante zur flachen Seite zeigen. Das wäre falsch. Deswegen halten wir ihn so und führen aus denselben Algorithmus wie vorhin nach rechts. U, R, U-Strich, R-Strich, U-Strich, F-Strich, U, F. Somit wäre er drin. Hier braucht man einen grün-orangen. Der ist hier. Hier sehen wir nicht unbedingt, wo die hohe und die flache Kante ist, weil es auf beiden Seiten das gibt. Aber grün ist hier. Der Stein würde so rumkippen und dann würde grün hier bleiben. Grün zeigt zu grün. Dann halten wir ihn hier und fügen ihn rechts ein. Und selber übrigens wie vorhin. U, R, U-Strich, R-Strich, U-Strich, F-Strich, U. F. Somit wäre er drin. Hier brauchen wir einen gelben. Jetzt haben wir genau schon wieder denselben Fall. D, hier ist die hohe Kante. Hier ist auch wieder die hohe Kante und hier ist die flache Kante. Die hohe Kante zeigt zur hohen Kante und setzen wir ihn so ein. So wäre es falsch, denn hier zeigt die flache Kante zur hohen Kante. So, da einsetzen. U, R, U-Strich, R-Strich, U-Strich, F-Strich, U, F. Und jetzt zur letzten, hoffentlich kommt jetzt der andere Fall. Genau, jetzt kommt der andere Fall. Hier zeigt wieder einmal, rot zeigt dahin, wo es hingehört, zu rot. Dann wäre es nach links, das ist der gespiegelte Fall. U-Strich, L-Strich, U, L, U, F, U-Strich, F-Strich. Somit wäre er drin und wir hätten jetzt hier die ersten beiden Ebenen gelöst. Weiter geht's mit der oberen Ebene.
Hierzu ist ein bisschen Überlegungssache dabei. Erst einmal müssen wir ein Plus bilden. Und dies ist ein bisschen anders als beim 3x3. Wir müssen uns überlegen, welcher Stein erstmal wo richtig ist. Dieser Stein ist hier falsch oder der ist falsch gekippt, denn rechts haben wir eine hohe Seite und links eine flache. Der ist hier nicht hoch genug und hier haben wir rechts eine flache und links eine hohe. Das wäre rechts hoch, rechts flach. Links flach, links hoch. Das heißt, der wäre schon mal falsch. Rechts hoch, links flach. Rechts hoch, links flach. Der wäre richtig. Rechts hoch, links flach. Rechts hoch, links flach. Passt auch. Die beiden sind schon mal richtig. Und der ist jetzt auch schon mal falsch. Weil die beiden auf jeden Fall falsch sein müssen, wenn zwei richtig sind. Jetzt haben wir hier zwei richtig. Wäre es ein Punkt, ist es egal, wie wir es halten. Ist es eine Ecke, halten wir sie vorne rechts. Und führen aus. F, R, U, R-Strich, U-Strich, F-Strich. Nun gucken wir nochmal an. Links hoch, rechts flach. Der ist hier richtig, da richtig. Rechts hoch, links flach. Rechts hoch, links flach. Aus dieser Ecke haben wir eine Gerade gemacht. Die halten wir jetzt horizontal. Und da müsstet ihr gucken, welche Steine jetzt die richtigen sind. Es sind jetzt genau zwei richtig. Punkt. Ecke, gerade. Jetzt halten wir so und führen wieder aus. F, R, U, R-Strich, U-Strich, F-Strich. So, jetzt sind alle Steine richtig gelöst. Links hoch, rechts flach, links hoch, rechts flach. Links ganz hoch, rechts flach. Links ganz hoch, rechts flach. Der passt. Und der dann auch. Nun müssen wir uns überlegen, dass wir diese Ecken erstmal tauschen. Ist keine richtig, so halten wir egal wie den Würfel. Also bei mir ist jetzt hier aber eine richtig und der Rest ist falsch. Deswegen halte ich die vorne und führe aus. R, U, R Strich, U. R U2. Wie wir sehen, haben wir jetzt den kompletten Plus hier gebildet. Wenn jetzt zwei richtig sind, glaube ich, haltet ihr die irgendwie gegenüber. Auf jeden Fall ist das nicht schwer zu finden. Nun müssen wir diese vier miteinander tauschen. Wie wir sehen, ist hier gelb bei gelb, orange ist bei blau, blau ist bei weiß und der ist ja auch falsch. Wenn wir eine richtige haben, halten wir die vorne rechts. Ist keine der vier Eckteile richtig, so ist egal, wie wir halten. Aber wir haben hier eine richtige rechts vorne, halten die auch hier und führen aus. U, R, U-Strich, L-Strich, U, R-Strich, U-Strich, L. Wie wir sehen, ist jetzt hier blau drin, hier rot, orange und hier die orange-weiß-blaue. So, das war unsere obere Ebene. Und um die beiden noch richtig zu lösen, müssen wir jetzt genau Folgendes beachten. Wir nehmen eine Ecke, drehen die über diese Ecke hier. Danach nehmen wir uns über die obere Ebene, die hier, und drehen sie auch über dieselbe Ecke. Wir fangen nicht an, den Würfel zu drehen, um die hier zu lösen, sondern wir bleiben hier an der Stelle und machen denselben Algorithmus. Also, den drehen wir jetzt so lange, bis er richtig gedreht ist. Mit zwar R-Strich, D-Strich, R, D. R-Strich, D-Strich, R, D. Die ist richtig gelöst. Hier unten ist alles kaputt gegangen. Jetzt drehe ich die obere Ebene so lange, bis da meine Ecke ist. Und wieder
R-D-RD. R-D-RD. Dies führt man so lange aus, bis der komplette Würfel gelöst ist. So. Und jetzt muss ich nur noch die einmal in die richtige Position bringen. Und wir haben den kompletten Access Cube gelöst.